For Tekoa! Can't get a good shot with this. Not even slowing it! That's it! Ja, ist schon gut, wie sich Itomak hält. I'd be glad to. Dieser Felsen scheint durch den Turm gekracht zu sein und hat dabei offenbar einen Teil der Mauer eingerissen. Mhm. Okay, wenn das hier Crackhold ist, sieht das definitiv nicht so aus wie auf dem Bild. Mücken schwirren über dem trüben, vereigten Wasser. Knapp unter der Oberfläche glitzert etwas. Dieser Felsen scheint durch den Turm gekracht zu sein und hat dabei offenbar einen Teil der Mauer eingerissen. Ja, Crackhold. Das hier ist alles, was von Crackhold übrig ist. Die können das doch nicht so bombardiert haben, dass das zu so einer Ruine geworden ist. Ich meine, hier fehlen ja offensichtlich einfach Steine. Wobei, hier ist definitiv viel eingestürzt. Ja, das ist der Turm oder das, was davon übrig ist. Also das hier ist Crackhold. Um es mal bildlich zu beschreiben. Das ist... keine wirkliche Festung. Ich verstehe nicht, wie ein solches Söldnerheer so viele Probleme damit haben konnte. So. Ah, wir sind im selben Gebiet. Wie vorhin auch. Leere Seher und leibeigene Assassine. Die Bretter dieses Bücherregals quellen über mit Büchern, losen Seiten und den verschiedensten Artefakten. Auf jeden der Buchrücken sind nicht zu entziffernden Hieroglyphen gekritzelt. Einige sind unbeschriftet. Es würde Stunden dauern, dieses Chaos zu durchsuchen. Das Bücherregal zu durchsuchen. Du blätterst durch die Seiten eines besonders großen Buches und findest darin einige Schriftrollen. Nach stundenlangem Suchen tut dir dein Rücken weh und deine Augen brennen. Du findest nichts weiter vom Wert. Hm. 4 Stunden sind vergangen und wir haben Zahltag. Hm, okay. Leibeigene Assassine, das ist schon mal nicht so toll. Ein Mann wankt auf dich zu, als wäre er betrunken. Er bleibt einige Schritte vor dir stehen und blickt mit glasigen Augen auf einen Punkt über deiner Schulter. Thanos wird mit dir sprechen, Mensch. Komm, komm. Okay.
Das hier sieht wie eine Schatzkammer aus. Da leere See. Okay. Ein Vitrag wendet sich dir zu und lässt seine Kiefer und seine langen, klauenbewehrten Hände aneinander klacken. Die Kreatur schwebt schwankend über dem Boden. Gerade als es aussieht, als würde sie dich anfallen, hörst du eine Stimme in deinem Kopf. Mensch, Bestie, kommt, ja? Thanos hoch erfreut ist. Der Vitrag kennt ihn und mustert dich mit verschlagenen Augen. Nicht Lehrling, nein, Mensch, Bestie ist etwas anders. Er neigt sich näher. Membranen um seinen Kiefer herum pulsieren und zittern. Er scheint dich zu beschnüffeln. Kein Lagergeruch, nicht von Kriegsnest oben, nein. Die Gedanken des Vitrags sind ein Flüstern in deinem Verstand. Er meint nachdenklich seine Mundteile aneinander. Wenn nicht Lehrling und nicht Kriegsdrohne, dann vielleicht ist Mensch Bestie Verbündeter, ja? Was tust du hier? Zauber machen, Zaubermeister zu freuen, sie. Der Vitrag deutet mit einem schlanken Arm auf einen Leibeigenen. Als der Vitrag unverständliche Silben murmelt, wendet der Leibeigene sich dir zu und verneigt sich. Viel Arbeit noch zu tun, ja, aber Kontrollzauber wird Meister sehr freuen. Wer sind da diese Leute bei dir? Der Vitrag gestikuliert mit einem Arm. Diener, Wachen, nützliche Werkzeuge. Du glaubst, wir können einander helfen? Mit Schlüssel, mit Lehrlingrivalen, zwitschert der Vitrag begeistert. Thanos arbeitet schwer für Meister, aber andere Lehrlinge, widerwärtige Bestien, wollen Meisters Günstlinge sein. Wollen Thanos töten. Thanos zwitschert jämmerlich. Was ist das für ein Schlüssel? Schlüssel ist, Worte ist, Wissen. Eine Klaue zeichnet ein Wirbelmuster auf dem furchigen Kopf der Kreatur. Meister gibt Schlüsselteile zu jedem Lehrling. Sagt, klügster, stärkster Lehrling nimmt alle Schlüsselteile. Thanos unterstreicht diesen Gedanken, indem er seine Faust ballt. Aber Mensch Bestie nimmt Schlüsselteile von anderen Lehrling-Rivalen, ja? Dann gibt Thanos letztes Schlüsselteil. Der Vitrag huscht klackernd näher und verschränkt seine Finger. Thanos ist klügster Lehrling, nein? Wenn Mensch Bestie Meister sieht, sieht danach Thanos Meister, wird neuer Günstling. Die Augen des Vitrags leuchten. Was soll ich für dich tun? Lehrling-Rivalen töten, natürlich. Thanos ballt seine spindeldürren Klauen zu Fäusten. Thanos weiß, Mensch Bestie kam, um Meister zu sehen. Aber Meister hat Tür und Tür will Schlüssel. Thanos öffnet seine Kiefer weit und präsentiert dir eine runde Mundöffnung voller Zähne. Ich behalte es im Sinn. Sprechen wir über was anderes. Thanos schwebt regungslos in der Luft. Ein Kiefer zuckt. Du scheinst sehr begierig zu sein, mit mir zusammenzuarbeiten. Thanos begierig, Gunst vom Meister zu gewinnen. Noch begieriger zu überleben. Dann gehe ich mal. Also hier, der hier hat einfach Diener, okay. Thanos Labor. Das hier sieht aus wie Schatzkammer. Margrin's Fire casts light in dark places. Okay, hier werden die Stahlrücken wohl gemacht. Die Zwergin wirbelt zu dir herum. Ihr Gesicht und ihr Hals sind übersät mit frischem Narbengewebe. Ihr eines verbleibendes Auge verhängt sich zu einem Schlitz, als sie dich mustert. Raus, ihre Stimme ist kaum mehr als ein Krächzen, als sie zur Tür zeigt. Woran arbeitest du? Sie zischt und deutet wütend auf die Türe. Ich habe nur ein paar Fragen. Sie hält die rechte Hand hoch, drei Finger ausgestreckt. Langsam senkt sie den ersten Finger, den zweiten. Sie blickt von dir zur Tür. Also gut, ich gehe. Also die ist schon mal freundlich. Mit der habe ich, glaube ich, keine Probleme, sie zu töten. Die Frau flitscht die Zähne und greift nach ihrem Zauberbuch. Aha. Lorenz Kugel, Alof. Breathe.
That's it. Not even slower. Dead on. That's not very helpful. Okay, sie hat die Stahlrückenmagier erschaffen, so wie es aussieht. Wandel der schwachen Fluggeschosse, Abwehrarmbänder. Nee, nicht wirklich. Was steht hier? Sabel, es erfüllt mich mit Stolz zu sehen, was du für dein Handwerk erlitten hast. Die anderen Näheringe mögen belesener sein als du, doch niemand besitzt deine Hartnäckigkeit. Denn du verstehst etwas, was sie nicht verstehen. Dein Körper ist eine Hülle. Wenn du die Macht erlangst, nach der du strebst, wirst du ihn überdauern. Deine Mitschüler bekämpfen sich gegenseitig, schmieden Intrigen. Nur du erkennst deinen wahren Feind. Nichts Lernbares hier. Was sagt die Quest? Kommandant Belerion konnte mir etwas über die Hintergründe zu dem Konflikt mit Konstellaut sagen. Krieghold wird von mächtigen Untoten überlaufen. Es ist unklar, welches Schicksal Konstellaut zuteil geworden ist. Ich sollte die Ruinen der Festung untersuchen. Ich bin in Krieghold eingedrungen. Konstellaut muss hier irgendwo sein. Ich wurde von einem Diener von Thanos begrüßt. Sein Meister möchte sich mit mir treffen. Thanos hat mir gesagt, dass nur jemand mit allen vier Teilen eines Schlüssels zu Konstellaut gelangen kann. Jeder Teil des Schlüssels ist im Besitz eines anderen Lehrlings. Thanos hat mir seinen Teil des Schlüssels angeboten, welch die anderen drei Lehrlinge eliminiere. Ich habe eine Notiz von Konstellauts Lehrling gelesen. Sie enthielt Informationen, die nötig sind, um zu Konstellaut zu gelangen. Es scheint aber, als wären die Informationen unter allen Lehrlingen aufgeteilt worden. Ich muss irgendwie an alle Notizen gelangen. So, eigentlich, da sie ja jetzt tot ist. Forschungsnotizen. Erfolgt mit der neuen Formel. Die Verbindung mit dem Hüllenmaterial ist doppelt so stark wie zuvor. Die Präsentation für Konstellaut wird großartig. Ich muss zunächst mehr Skelette erschaffen, bevor ich den anderen Lehrlingen mein Experiment vorführen kann. Look there. Alle? I suppose it can't be helped. Stern des Adragan, okay. In diesem Kessel kocht und blubbert und zischt etwas. Seine metallenen Seiten sind so heiß, dass sie dir die Haut verbrennen. Not sure how I feel about this. I suppose it can't be helped. There you go. Ach du meine Güte. Yes? Das sind stinknormale Skelette da drin. Okay. Oh, Rastvorräte. Wie praktisch. Gut, das war Sabel. Ja, die leere Seher, die sind hier auch unterwegs. Wie wir in die Schatzkammer. Kriegen wir Schwierigkeiten, wenn wir in die Schatzkammer eindringen? I suppose it can't be helped. Yep. Brave doubt will not believe. Dann halt, behalten wir uns die Schatzkammer mal für bis zum Schluss auf.